1 a.m. and I have to wake up in 6 hours to go to Munich. Hallo Leute, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute ich werde nach München gehen und ich werde meinen ganzen Tag auf Deutsch einen Vlog machen von meinem ganzen Tag. Ich gehe, es ist 8:30 jetzt. Gestern Abend habe ich so spät geschlafen, aber ich bin so aufgeregt. Ich habe seit August Deutsch gelernt und es ist jetzt Februar. Also es tut mir leid, wenn ich sehr viele Fehler mache. Hier ist mein Outfit und ich habe ein Hemd von Bershka. Das ist von Bershka. Das ist von Zara, aber es ist Kleider Kreisel. Dieses ist in Topshop und ich glaube, ich habe sie in München gekauft. Und dann meine Rucksack. Früher habe ich gelogen. Es war nicht 8:30, es war 8. Und jetzt bin ich in dem Hauptbahnhof, weil mein Zug geht um 8:26 Uhr. Ich habe ein Bahnticket für eine Person, aber es gibt andere Tickets für mehr als eine Person. Und man kann in Bayern mit jedem Regional-Express-Zug fahren. Und auch in München, ich muss nicht für U-Bahn, S-Bahn, alle die Bahnen bezahlen, weil mein Bahnticket ist auch gut für das. Ein kleines Live-Update. Gestern war Valentinstag und ich habe keinen Valentine, aber ich habe Valentines gemacht mit Noten und Karten für meine Freundin und für meine Gastfamilie. Sie waren echt süß und mit Süßigkeiten. Aber meine Freundin dachte, es war echt komisch, weil ich glaube, in Deutschland sie machen nicht so viel für Valentinstag, aber in Amerika normalerweise viele Leute machen Valentines. Ich würde immer Fun Dips zur Schule mitnehmen. Also Fun Dips sind amerikanische Süßigkeiten mit Blau oder Rot Zucker und ein Stück, das ist auch Zucker. Und dann man macht das und dann, ja, ich kann das nicht erklären auf Deutsch. Ja, das war gestern. Gestern Abend habe ich mit einer Freundin in einem Restaurant, Café getroffen und danach war ich in seinem Club in Passau. Sie haben gesagt, dass es wird Valentine-sich sein und es gab nichts. Es war einfach eine normale Nacht. Aber es hat Spaß gemacht und dann ich bin mit dem Bus zurück nach Hause gefahren, dann um 1:30 geschlafen oder 2 geschlafen. Jetzt ist es 8, also ich hatte 6 Stunden geschlafen. Ich liebe Deutsche Bahn. Es ist immer so sauber, nicht schmutziger wie in Amerika. Ich habe viele Comments von meinem German Products Video gelesen. Und sie sind so lustig, weil meine Gastfamilie hat diese Schuhe für Pizza. Aber das ist nicht so deutsch. Und ich glaube, es gibt 500 oder 100 Comments nur mit über die Schere und sie sagen, ah, das ist für Chicken, für Hühnchen und nicht für Pizza. Jetzt bin ich in München. Ich habe für eine ganze Stunde schlafen im Zug und ich werde zu Topshop gehen, shopping gehen und meine Freundin treffen. Hier ist Karstadt. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich gehe zu Marienplatz und das ist, wo alle die Geschäfte sind und wo die Uhr spielt. Nein, die Uhr ist, das ist echt bekannt. Hier sind schöne Gebäude, ich weiß nicht was. Und auch hier, ich weiß, dass die Gebäude hier ist etwas mit der Regierung in Deutschland. Wenn ich sehe diese Gebäude, ich denke an der Bundestag und ich gehe nach Berlin im Mai, aber das ist mein Lieblingsgebäude in München.
Ich mag das T-Shirt wirklich gerne, aber ich weiß, dass meine Freundinnen werden sagen, dass es hässlich ist. Also, und auch das. Aber das ist nur für Clubbing und ich brauche keinen. Ich mag das so lieber, aber es ist so teuer. Und ich würde es nicht kaufen. Also, ich war hier in Oxfam und ich dachte, es war ein Secondhand-Shop und dann ist war nur für Bücher, aber es ist okay, weil es ist Secondhand, aber ohne Kleidung und sie hatten ein Buch für Deutsch als Fremdsprache und ich habe es gekauft und es war nur 3 Euro. Das ist so billig. Und ja, und jetzt ich gehe zu Marienplatz zu treffen mit Simon und Sophie. Einmal habe ich Apfel gesagt und nicht Apple zu meiner Gastschwester und dann sie dachte, es war so witzig, weil in Deutschland sie sagen Apple, nicht Apfel. Ah, historische Deutschland. Und dann eine Demonstration. Ich bin hier und hier ist Simon und Sophie. Hallo. Es ist wirklich so, so schön hier. Oh mein Gott! All the Germans just got so mad at me for being loud. Ich habe Piper gefunden. Und Ian. Hallo. Piper hat gesagt, dass das einzige Ding, das sie will in München machen, ist ein Eiskaffee, aber Eis, nicht Eis, genau. Eiswürfelkaffee kaufen. Bist du glücklich? Bag secured. Piper, es ist auf Deutsch. Tute gehabt. That doesn't make sense. Millie ist jetzt hier. Ja, ich bin hier. Ich habe Pipers ganze Tasche, weil es ist sehr schwer und sie braucht eine Pause. Das war so cool. Wir sind so laut und ich denke, es ist sehr schlecht und peinlich. Wir haben eine neue Freundin. Moin! Und wir werden alle Sushi essen. Sag etwas auf Deutsch. Bitte. Sehr gut. Sehr gut. Was hast du? Ich habe super Gemüse. Ja. Und auch Gemüse, diese Dinge. Diese Dinge. Und dann Sushi. Und was für Sushi? Avocado. Sehr gut. Alles vegan. Piper hat ihre Tasche vergessen in Apotheke. So viel Fleisch, immer Fleisch, mehr Fleisch. Wir sind in einem neuen Platz. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber hier ist ein großes gelbes Gebäude. Okay, so 2 Mädchen haben mir gefragt, ob ich YouTube machen und dann ich habe ja gesagt, aber sie wollen nicht in meinem Video sein. Aber es war echt cool und wir sind in München und es ist so krass. Und ja. Ist voll berühmt. Nein, nicht wirklich. Nein, aber es war sehr, sehr cool. Und ja, ich bin so glücklich jetzt. Oh mein Gott, wir sind so dumm. Piper dachte, dass das ist ein Symbol für Toilette, aber es war nicht eine Toilette. Tschüss, Pippa. Tschüssi. Tschüss. Mwah. Gute Reise. Mari liebt asiatische Sachen. Also, wir sind in einem asiatischen Laden. Oh mein Gott, ich liebe das. Oh, ich würde das kaufen. Also, wir haben ein Indisch
Laden gefunden. Millie ist echt aufgeregt. Und wir haben etwas gekauft. Ich habe ein Samosa gekauft. Das ist hier in meiner Tasche. Und ich habe noch nie ein Samosa gegessen. So, vielleicht das wird mein nur Lieblingsessen sein. Der Mann in der Dänenladen war echt nett und diese Samosas, die sind normalerweise 1,50 €, aber er hat gefragt, bist du ein Student? Und ich habe ja gesagt und dann er hat gesagt, ah nein, nur 1 €. Also es war echt cool. Ah, hier ist Millie. I got me a Samosa. Yeah, oh mein Gott, normalerweise ich mag Indisch essen nicht, aber dieses Samosa ist so lecker. Heute haben wir so viel gemacht, aber jetzt ist es spät. Es ist fast 8:30 und ich muss meinen Zug zurück nach Passau. Zu einsteigen. Einsteigen. Es ist ja hier. Oh, also, tschüss. Es ist fast 10 Uhr. Ich bin im Zug und ich gehe zurück nach Passau. Ja, ich bin ein bisschen müde, aber mein ganzer Tag hat so viel Spaß gemacht und es ist wirklich nett, so amerikanische Freundinnen zu sehen, weil manchmal ist es einfach eine Pause und ich kann Englisch reden, nicht Deutsch, aber wir haben viel Deutsch geredet heute. Also ja, danke, ich hoffe, dass mein Deutsch war nicht so schlecht. Und dass man kann es verstehen. Ich weiß, dass meine Englisch-Videos sind normalerweise besser, aber es hat Spaß gemacht, so auf Deutsch filmen. Und ich denke, dass wenn ich so viel rede, dann ich lerne mehr Deutsch und ich verbessere mein Deutsch. Danke, dass ihr meine Video gesehen habt. Und ja, tschüss!